Also wir befinden uns hier in der Ionengalerie in der Marienstraße 10 in Berlin-Mitte, ganz in der Nähe von Deutschen Theater und dem Berliner Ensemble. Und hier wird zurzeit eine Ausstellung mit Martin Creed gezeigt. Martin Creed ist ein Künstler aus England, der 2001 den Turner Prize bekommen hat für eine Installation, die damals sehr viele schockiert hat. Die Arbeit hieß Lights On, Lights Off und bestand darin, dass das Licht in diesem Ausstellungsraum alle 5 Sekunden an- und ausgegangen ist. Martin Creed ist ein Künstler, der sich sehr schwer entscheiden kann. Und aus dieser Beobachtung, dass er sich sehr schwer entscheiden kann, ein Arbeitsprinzip gemacht hat. Und insofern hat er natürlich auch einen Punkt getroffen, ich glaube, mit dem fast alle Menschen ihr Leben lang natürlich auch immer wieder konfrontiert sind, mit diesem Zwang, sich entscheiden zu müssen. Und da er damit Schwierigkeiten hat, ist es sein Thema, das Thema seiner Kunst. Hier sehen Sie jetzt dieses große Wandbild. Bei dieser Arbeit besteht das Prinzip, dass er 50% weiß und 50% rot über die Wand verteilt hat. Und das andere Prinzip ist, dass er sich weder für horizontal noch für vertikal entscheiden wollte und sich deswegen eben für die Diagonale entschieden hat. Ein weiterer Punkt ist, dass er die Pinselbreite, wie die Breite des Rollers ungefähr bestimmt hat, aber die exakte Breite richtet sich danach, welche Rollenbreite man im Baumarkt bekommt. Und das Gleiche gilt auch für die Farbe. Er sagt, er wollte ein leuchtendes Rot und sein Assistent hat dann einfach ein leuchtendes Rot genommen, das er im Baumarkt vorgefunden hat. Insofern kommt auch immer so ein Spur Alltäglichkeit in seine Arbeiten. In diesem Bild hier thematisiert er auch wieder nur eben im kleinen Format den Pinsel und den Auftrag und die Farbe. Die Farben sind so breit aufgetragen, wie der Pinsel eben ist, und er hat 3 verschiedene Pinselgrößen ausgesucht, die er aufeinander addiert. Und so ist eine kleine Farbpyramide entstanden. Hier im Raum befindet sich noch eine 2. Wandarbeit von Martin Creed, die aus verschiedenen Xen besteht. Also das X hat für ihn auch wieder eine Art persönliche Beziehung, weil er seine Briefe immer mit XXX unterschreibt, weil er dieses übliche Best Regards zu langweilig findet. Und für ihn dadurch auch ein Bezug zu Kiss, Kiss, Kiss entsteht. Diese Größe der X richtet sich auch wieder nach den Pinselgrößen, die man im Baumarkt findet. Die Auswahl der Farbe hat er seinem Assistenten überlassen. Im letzten Raum hängt die allerneueste Arbeit von Martin Creed, die sehr im Kontrast steht, scheinbar im Kontrast steht zu den Arbeiten, die sonst hier hängen. Die Arbeiten hier sind ja alle sehr klar geometrisch strukturiert. Diese Arbeit scheint das völlige Chaos zu sein. Also hier hat er das Prinzip des Zufalls in den Vordergrund gerückt. Er hat einfach Farben verwendet, die auf seinem Tisch sich befinden und sie auf eine Leinwand ausgedrückt, völlig ohne Konzept und Plan. Und hat eine andere Leinwand darauf gedrückt. Und die Leinwand sehen wir hier an der Wand. Die Arbeiten sind mehr oder weniger immer ein Spiel zwischen Zufall und Struktur. Für ihn ist das ein Lebensprinzip, das er konsequent eigentlich auf alle Medien auch übertragen kann. Dann möchte ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken und hoffe, dass Sie mit vielen Anregungen aus diesem kleinen Beitrag hinausgehen. Wieder schauen. Yeah.
Dankeschön.